Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jumpcraft Chasing Shadows. Weiter geht's wieder mit einer langen, großen Map. Auf! Schauen wir mal, was es hier so Schönes gibt. Wir werden sie an den Beacons vorbei manövrieren. Gut, hier kommen wir nicht. Aber doch. Nee. Hier würden wir nicht dran vorbeikommen, denke ich. Hier würden wir sie. Hier werde ich sie tatsächlich dann vorbei manövrieren können. An dem hier leider nicht, weil der eine extrem hohe Range hat. Holy shit, warum hat er so eine hohe Range? Ihr hässlichen Cheater, ey. Dann werden sie einfach draußen langführen, oder? Okay. Dann werden sie hier unten langlaufen müssen. Ah, leider, ich will sie nicht an zwei Beacons vorbeiführen. Das heißt, sie dürfen halt im Prinzip nur hier langlaufen. Das heißt, ich werde den Weg hier unten versperren. Das heißt, sie müssen da langlaufen, werde aber den Weg hier auch versperren. Hier unten reicht ja völlig aus, dann werden sie nämlich hier langlaufen. Und wir werden vermutlich unseren... Ja, wir werden uns hier einfach schon mal positionieren. Und zwar... Zack. Ja, ich finde es immer schade, dass ich immer die gleichen Traps nehmen muss. Aber ich finde die einfach so super praktisch, ne? Chain Hit. Den da noch. So. Oh, können wir duplicaten, das passt schon. Und nach werden wir natürlich das Ding jetzt zerstören. Oh, Swarmlings kommen hier durch, interessant. Perfekt, zerstört. Na, wir sollen nach und nach diese ganzen Beacons hier alle kaputt machen. Aber das ist aber auch ein höheres Pool-Level, ne? Ich habe kaum welche. Mana Leeching Hit finde ich nicht verkehrt. Nur auf Structure, bitte. Hier genau das gleiche. Nur auf Structure. Bisschen Mana, ne? Kann nicht schaden. So, Pool-Level erhöhen. Wichtig, wichtig, wichtig. Mehr Replenish Rate 838 auf 848, gut, ist jetzt nicht so viel. Wie Mana haben wir hier? So, hier auch noch. Zack. Cool. Gerne noch einen Level höher steigen lassen. Danke. Oh, das ist schon Stufe 6. Ist nicht verkehrt, wa? Können wir wieder löschen. Können wir auch löschen. Jetzt zerstört die noch. Wunderbar. Harvest all mana from 3 mana shards. Das habe ich noch nicht gehabt. Glaube ich irgendwie nicht. Naja, whatever. Also 657.000 Mana haben wir schon, perfekt. Ah, wieder ein Gespenst. Leider so einer, okay. Ah, hier können wir mal kurz tauschen. So, Fokus. Perfekt. 25 Shadow Cores bekommen. So muss das laufen. Oh, diese Sterne sehen einfach so geil aus, ne? Oh, auf 36.000 werden wir mal gehen. Komm hier, zack, einfach direkt weg. Great 10 Gem. Great 10 Gem. Oh, schön. Armor Shreddern. 115.000 XP. Okay. Gut, Diff-Multiplikator mal 4,3, war ist auch schon. Maximum Freeze Charge. Ah, wir müssen auf jeden Fall später so viele. Oh, hier haben wir wieder einen Tomp. Ne, hier haben wir Tomp. Was ist das? Ach, das ist die Wizard-Kammer wahrscheinlich, ne? Diese ekelhaften Schlösser, die wir da machen müssen. So, mal schauen, was kommt an Gegnern. Wie viele XP wir uns noch on top dazu bringen.
Ah, der macht halt nicht viel, ne? Wobei, doch, Kills macht er schon. Die Swarmlings sind einfach zu killen. So, hier noch ein Upgrade. Aber die müssen ja auch noch mal unten lang. Die sind ja noch nicht am Ende. Hui, die sind aber schnell. Die sind verdammt schnell. Naja, gut. Schade. Ah, gut, nochmal. 25er Killstreak gehabt. Das ist okay. Hat er nochmal 53.000 XP on top? Nicht mit. 146 auf, 149 sogar, holy shit. Not bad, das ist leider schon vorher berechnet hier auf dem Wizard Level. Okay, wir haben nur noch 150 Achievements offen. Das ist ja nicht mehr so viel, oder? Kriegen wir also nicht mehr so viele Skill Points. Okay, ne, hier ist, ja, Wizard Tower Location. Alter, was ist das denn für eine Map? Eine Sanduhr. Wir haben 8 Schlösser. Oh, weia, you need to get the barrage skill from first. First from P3, okay. Alles klar. Gut, da wir das ja nicht können, gehen wir erstmal in die 5. Steht aber nicht da, was ich machen muss, oder? Naja, steht da nichts da. Na, let's go. Cursed 102 Reavers. Das ist ja widerlich. Aber gut. Ich möchte erstmal bitte, dass ihr alle euch vereint. Und zwar dort. Möchte ich, dass ihr dort lang lauft? Und dann möchte ich, dass ihr unten lang lauft. Erstmal. Ah, dann muss ich natürlich auch zumachen. Ist klar. So. Dann lauft ihr alle hier unten lang. Aber ich hätte das hätte ich, glaube ich, gar nicht zumachen müssen. Oh, aber doch hätte ich machen müssen. Wir müssen sonst oben laufen. Gut. Da ich möchte, dass ihr gerne alle hier sterbt. Alle. Werden wir die hier lang führen. Am hinteren Weg natürlich entlang. Hier schließen wir. Und dann werden sie da oben lang laufen müssen. Das sieht doch ganz gut aus. Okay. Dann brauche ich einmal eine Trap. Ich muss sie leider wieder cursen. Finde ich uncool. Und zwar richtig. Das heißt, wir slowen, amortieren und Suppressing Gem machen wir noch dazu. Und dann brauchen wir hier oben... Ah, wenn wir die kombinieren. Aber den Turm erstmal hier unten hinsetzen. Daran habe ich jetzt allerdings nicht gedacht. Das ist ein indestructible Monsternest. Das ist ja einfach nur disgusting. Nee, damit hat sich leider meine... Wobei, das kriegen wir ja trotzdem noch hin. Na, sehr schlecht, hätte ich mal drauf achten sollen. Oh, ist okay. Könnt ihr bitte aufhören, meine Planungen kaputt zu machen, ihr Affen? Ich habe unhöflich von euch. Okay. Das heißt, euch... werden wir noch hier lang bringen. So. Was sind eigentlich Reavers? Hier die da. Gut. Das finde ich ja wirklich eklig. Cursen wir gleich mal. Schau mal, 95 müssen wir noch? Das sind alles Reaver, ne? Ja. Alles Reaver. Ja.
So, alle zerstören. Danke. Alle gecursed. Ja, auch deswegen will ich die Curse Duration halt auch erhöhen, ne? Finde ich schon wichtig. Hm. Oh, ein bisschen die Range hier kleiner. Das sind Giants wieder, ja. Die will ich nicht haben. Die müssen wir einfach nur killen. Ah doch, hier kommen trotzdem noch Reaver vorbei. Ja, Schweine. 71 Reavers noch killen. Wir haben allerdings auch nur noch 30 Waves. Das ist nicht mehr, wirklich nicht mehr viel, finde ich. Mhm. Das passt. Reaver noch killen. Oh Gott. Habe ich nicht mehr geschafft, ich Noob. 18 Shadow Cores. So, Schaden muss erhöht werden, damit die alle gekillt werden können. 49 Reaver noch, wir haben noch 13 Wände, das ist zu wenig. Weil ich auch nicht mich auf diese hier konzentrieren kann. Tatsächlich hätte ich es, glaube ich, so machen müssen. Das geht nicht, ich könnte sie nicht hier lang... Ich könnte sie nicht hier langlocken, dass sie dann wieder langlocken müssen. Hm, schwierig. Ja, hier kommen super viele Reaver raus, ne? Die ich gleich schon zerstöre. Ist nicht so geil. Na, probieren wir mal. Kommen hier ein paar tote Reaver wieder. Das war das Giants, ne? Das ist auch Reaver. Mhm. Was ist alles Reaver? Die hätte ich ganz gerne alle gecursed. Aber das wird nix. Befürchte, dass das nicht funktionieren wird. Noch nicht. Das ist schade. Weil die da einfach zu getrennt sind. Wir brauchen jetzt noch 22. Oh, die greifen sie noch nicht an, okay. Perfekt. Jetzt lassen wir die ganzen Reaver mal killen. Na, ah, easy, sag ich doch. Kein Ding für mich. Wer hat hier gezweifelt, ha? Huh? Wer zum Geier hat hier gezweifelt? So, die stellen wir mal kurz da drüben hin. Dich werde ich upgraden. Kurz mit dem Beam ausstatten. Perfekt. Sag ich doch, kein Ding für mich. Verstehe ich nicht. Ja, 34. Suppressing, also Unterdrückung. Naja, probieren wir es mal. Jetzt würde ich euch tatsächlich gerne jammen, kombinen. Danke. Finde ich gar nicht so schlecht. Kommt schon wieder ein Geist. Aber ein Weißer. Naja, wobei es könnte. Das ist ein Weißer. Ein weißer Geist. Und ich würde gerne zerstören tatsächlich. Darf ich? One hit. Perfekt. Ah, ich krieg die nicht mehr down, ne? Ich habe zwar viel Mana, aber ich kann damit nicht viel machen gerade tatsächlich. Oh, das wollte ich gar nicht. Na gut. Ey, aber immerhin
Nochmal, weiß nicht, sind glaube ich nur 13.000 XP on top. Ja, 17.000 XP on top gewesen. Ist jetzt nicht viel. Aber wir haben immer das Buch. Na, die Mission ist tatsächlich weniger zum EXP-Farm geeignet, sondern eher mehr, dass wir diesen Skill kriegen. Ah, das ist das. 20% higher regeneration suppressing gem component power. What? Higher regeneration suppressing gem component. Ach, ist egal. Wir machen es selber auf. 6 oder 7, 8. Passt schon. Talismänner. Maximum Freeze Charge. Damage to Giants. Das kommt wohin? Dahin. Wir würden weniger Schaden in Swarmlings machen. Hier können wir es austauschen. So. Dann haben wir da noch ein bisschen Verbesserung. X, weg damit. Weg damit. Damage to Swarmlings und Reavers. Reavers und Buildings. Rarity 10. Nehmen wir alle 10. Hier haben wir 20 drauf. Ah, auf jeden Fall nehmen wir es mit, auf jeden Fall. Damage to Swarmlings und Damage to Reavers und Tower Bolt Damage. Damage to Buildings. Ist aber auch nicht verkehrt, Damage to Buildings. Müssen wir was mit Reavern austauschen. Das ist das einzige Mal. Na, dann tauschen wir das aus. Let's go. 950. Wie viel brauchen wir für einen Skillpunkt? 1000 Shadow Cores. Ist ja überhaupt nicht günstig. Okay, das können wir nicht machen, also gehen wir erstmal zu Field K. Oh, Q4 habe ich ausgelassen. Ups. Sorry. Habe ich doch glatt das vierte, die vierte Runde verpasst. Übersprungen. Das sieht aber hübsch aus. Das sieht wirklich geil aus, oder? 25.000 Mal ist das sehr cool. Die kommen von links und zwar nur von links. I think. So. Das heißt, wir bauen uns einfach hier ein fettes Labyrinth. So würde ich die Türme hier hinsetzen wollen, dass wenn sie durchkommen, ich da nochmal angreifen kann. Wobei, das ist hier ziemlich... Wobei, nö, wir können das tatsächlich noch machen. Dann würde ich hier nämlich am Anfang gleich eine Trap hinsetzen. Ups. Das war zu viel. Upgrade, Combining, dahin. Let's go. Müssen wir natürlich, habe ich jetzt natürlich vergessen, die Mauer noch weiter bauen. So. Ja, ein bisschen wenig Damage, ne? Das geht nicht. Okay. Dann brauchen wir hier noch einen. Zack, zack. Nur auf Structures. Brauchen wir hier noch einen. Nur Mana-Lich, okay. Ich hätte gerne auch noch einen neuen Mana Leech. Okay, let's go. Jetzt gibt's fett Mana. Können gerne hier noch Türme hinsetzen. Kann ich das machen? Nee. Ja, aber auch mehr Schaden. Die halten leider noch zu viel aus. Wir können währenddessen dann auch das zerstören. Perfekt. Und immer höhere Range kriegen. So muss es sein. So. Den kombinieren wir mal. Den upgraden wir, kombinieren wir mal. Oh ja, Schad, nice. Oh, wird gleich damit gestört. Perfekt.
Okay, war eine schöne Mission tatsächlich. Haben noch, was steht da? Ach, hier steht. HP, extra Regeneration. Forces Regenerate Shutdown in 3 Tiles been killed. Ah, okay. So was gibt's auch. Siehst du, mir gar nicht aufgefallen. Dass die meine Tower resocketen, wenn sie gekillt werden in meiner Nähe. So, 5000 Mana haben wir da noch. Sagen wir mal, ja, oh, Fokus hier ist schon okay. Das finde ich nicht in Ordnung. Müssten wir tatsächlich schnell kaputt machen. 150.000. Das ist genauso 150.000, na gut. Wenn die mal nichts anzugreifen haben, werden sie auch das Beacon angreifen. Ich fürchte nur, dass das nicht passieren wird. So, dann machen wir mal die Falle. Wenn wir noch kurz das aufmachen. Ignoriert Armor. Aber Armor ignoriert das ja sowieso. Weil Poison einen Scheiß auf Armor gibt. Aber gut. Das Ding wird zerstört gleich. Zack. Ne, ihr seht. Einfach deleted. Leider überhaupt nichts bekommen. Das kurz noch zerstören. So. Shrine of Infection und Shrine of Infection. Das wird viel mit Heilung, ne? Huch. Mein Mana wird weggesaugt. Das ist ja eine Frechheit. Mal wieder ein kleiner Mana-Shard. Oh, 12.000 Mana, das ist nicht wenig. Nehme ich gerne mit. 72.000 brauchen wir fürs nächste Upgrade. Auf 11. Erstmal, das war 11. Oh, das sieht wie das denn aus, ey. Das sieht ja spannend aus. Man kann das noch ein bisschen aufrüsten. Wir haben einfach 5,7 Millionen Leben. Ja, moin. Ja, gut. Könnt ihr gerne noch eine Gem-Bomb droppen. Hilft doch nichts. Wobei, hier könnte es helfen. 2 Kills. Krass. Na gut. Noch ein bisschen XP on top mitgenommen. Wie immer im Endurance-Mode. Aber irgendwann kommen einfach so viele. Da kannst nichts mehr machen. Aber da haben wir V auch durchgespielt. Ah, nee, das fehlt noch. Wir müssen jetzt noch P machen. Nice. Wir müssen jetzt P. Müsste hier oben sein, oder? Oh. Haben wir P noch gar nicht? G? Habe ich G denn schon gemacht? Ja, das fand ich kacke. Das fand ich auch. Warum habe ich das nicht gemacht? Verstehe nicht. P haben wir noch gar nicht, oder bin ich zu dumm? Da müssen wir O weitermachen. Kann ich auch hier reingucken. Ob ich P schon habe. Ach guck mal, es ist einfach Wizard hier. Perfekt, perfekt, perfekt. O, P, Q, Q, Q. Na, haben wir noch nicht. Na dann. Fangen wir erst einmal mit O1 an, würde ich sagen. Und schauen, was hier passiert. Ah, ich denke, es wird eine kurze Mission sein. Würde nicht. Oh, die sieht aber interessant aus. Ruined Ensnaring Node. Discharged and damaged a nearby monster when charged. Have frozen monsters nearby to charge. Okay, das heißt, ich kann hier zwei Türme reinsetzen, die einfach verdammt stark sind. Mhm. Das heißt, ich muss. So, die einmal da rumbringen. Dass sie da vorbeilaufen. Zack, zack, zack.
Oh, das ist aber auch interessant. Ich könnte sie hier unten lang locken und dann hier hinten wieder zurück. Ah, spannend. Lass uns erstmal die Türme hinsetzen. Eine Trap natürlich noch dazu. So. Mana-Leaching Gem. Poolbound, meinetwegen. Poison vielleicht noch. Armor Chain, vielleicht können wir die auch mal als normalen hinpacken. Und dann natürlich einfach mal. So. Probieren wir es mal. Okay, natürlich mehr Upgrades und so weiter immer dazu. So, müssen wir natürlich auch selber auch upgraden, damit sie einfach mehr Range kriegen. Um dann entsprechend angreifen zu können. Oh, die sind schon eine Stufe weiter, naja. Oh, dann kriegt schon mehr Range dazu. Das ist wunderbar. Und dann werden wir gleich mal hier. Weil ich weiß gar nicht, ob es sinnvoll ist, da rumzubauen. Aber ich glaube, die kommen da eh nicht lang. Das glaube ich wäre ein bisschen wasted an Mana, wenn ich das tun sollte. So, hier haben wir 268. Und wir haben ja. Oh, verdammt, wir haben verdammt viele Mana-Shards. Holy shit. Okay. 250, 423. Ich nehme nochmal Mana nicht schon mal. Ui, 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 ui. Erstmal die Shelf Thickness wegmachen. Dann einmal upgraden alle. So. Und sobald die einmal durchgebrochen sind durch die Rüstung, können wir hier einmal upgraden nochmal, damit es schneller geht. Kriege ich 184, oder kann ich bis zu 184.000 Mana kriegen. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So, alle Upgrades einmal. Oh yeah. Wir können es auf jeden Fall so machen, dass sie gerne hier vorne nochmal langlaufen müssen. Aber die Range ist schon echt abartig. So, die Traps müssen höher. Ihr seht hier einfach mal die 180.000 Mana, werden so schnell weggesaugt. Oh yeah. Schöne Amplifier dazu. 3,3 Range, 0,69 Shots per Second. 3,3 Range dazu. Wahnsinn, die Range, ne? So irre. Man kann die mal upgraden, dass sie noch schneller das Mana rausholen. Und dann werden wir die später hier hinten hinpacken. Können wir auch zwei hinpacken. So, 36, ne? Kurz Pool Level ab. Und gleich nächste Stufe. 117.000 Mana brauchen wir fürs nächste. Oh, das war's auch schon. No, don't do this. 100.000 Mana in der Mana-Pool erreichen. Easy peasy. Endurance Mode. Let's go. Ich hätte gerne... Mana-Pool-Stufe will ich erstmal haben. Und dann upgrade ich die da ab. So, so. So, einmal alle aufleveln. Bestimmt gibt es auch ein Achievement, die Dinger einfach mal so einen riesen Mana-Shot abzusaugen. Wie viel Range haben wir denn, Alter? Die Range ist schon abartig. So, dann müssen sie nicht einmal da oben lang laufen. Gibt bestimmt ein Achievement, oder? Dafür will ich haben. Ich könnte natürlich auch. Wer macht mehr Schaden? Der macht mehr Schaden. Not bad. Kann man hier ein bisschen die Amplifier verbessern? Achso, warte. Die soll natürlich außen lang laufen. Nein, es kommt ein Geist, den will ich haben. Den da will ich killen.
Ah, einmal weg. Ah, komm schon. Los. Kill das Ding. Gibt bestimmt ein Achievement, bin ich mir ziemlich sicher. Ach, schade, gab kein Achievement. Schade. Aber 190.000 XP. Nochmal schön 80.000 on top mitgenommen. Nochmal ein ganzes Level dazu. 38 Shadow Cores, perfekt. Sehr lecker. Fast drei Level. Und wir brauchen nur noch 151. 267 meine ich letztens natürlich. Die Unlocked, das sind ja die freigeschalteten. Hups. Okay, wir haben noch verdammt viel freizuschalten. Das wird noch eine Weile dauern. Okay, dann haben wir hier schönes. Weg. Weg. Kann ich auch welche craften? Nee, wa? Die sind alle gemaxt. Gemaxt. Perfekt. 1300 Shadow Orbs haben wir. Shadow Fragments. Okay. Aber ich sage mal ihm vorne. Leider kurz eine kleine Pause. Und in der nächsten Folge geht es dann wieder weiter mit dem Spiel. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.